Hallo, ich bin Max. Heute führe ich euch hinter die Kulissen von Alco. Ich möchte euch die Prozesse zeigen, die wir hier intern durchlaufen, um die innovativen Produkte zu entwickeln, die euer Camperleben einfacher, sicherer und komfortabler gestalten. Diese Prozesse, von der Idee über die Konzeptionierung zum Design und schließlich zum fertigen Serienprodukt, sind ziemlich komplex. Sie sind aber wahnsinnig wichtig, denn jede Entscheidung führt dazu, dass die Produkte am Ende nicht nur nützlich, sondern auch sicher, hochwertig, langlebig und für den Kunden einfach zu handhaben sind. Dabei haben wir aber natürlich immer die Bedürfnisse der Camper im Blick. Alles beginnt mit einer Idee, die zum Beispiel durch den Kunden an uns herangetragen wird. Diese wird zunächst in kleineren und anschließend in größeren Gruppen diskutiert. Dabei sitzen alle unsere Experten am Tisch und überlegen gemeinsam, ob und wie wir ein solches neues Produkt umsetzen und welche Probleme der Kunden wir damit lösen können. Diese Teams sind interdisziplinär zusammengesetzt. Das bedeutet, dass aus jedem Fachbereich, zum Beispiel der Produktion, der Entwicklung, der Konstruktion, dem Versuch, der Normung, der Homologation, natürlich auch Marketing und Vertrieb, jeweils ein Mitarbeiter aus jedem Fachbereich dieses Projekt und die Entwicklung von Anfang bis zum Ende begleitet. Wir durchlaufen im Vorfeld zahlreiche Stufen, in denen wir den Nutzen und die Umsetzbarkeit einer neuen Idee intensiv diskutieren und analysieren. Nach jedem dieser Konzeptionierungs- und Entwicklungsschritte entscheiden unsere Fachbereichsleiter, ob und wie das Projekt in die nächste Phase geführt werden darf. Sobald das Konzept und die einzelnen Entwicklungsschritte soweit stehen, wälzen wir jede Menge Gesetze und Normen und führen Risikoanalysen durch, damit das Endprodukt höchste Sicherheitsstandards erfüllt. Gleichzeitig erstellen unsere Entwickler erste Entwürfe und 3D-Modelle, an denen wir das Design, die Größe und die Mechanismen der einzelnen Bauteile abbilden. Dann überlegen wir, welche Komponenten und Werkzeuge wir dafür benötigen. Nach so viel theoretischer Arbeit geht es jetzt an die Produktion der ersten Modelle. Diese sehen zwar manchmal noch ein bisschen anders aus als das spätere Serienprodukt. Die wichtigsten Funktionen und Merkmale sind allerdings schon alle enthalten. Bis man zur Serienreife kommt, werden in den einzelnen Entwicklungsstufen noch viele Änderungen vorgenommen. Richtig spannend wird es, wenn wir in die sogenannte Nullserie kommen. Dann werden nämlich die ersten Muster unter regulären Serienbedingungen produziert. Jetzt kommen die Tests unter Realbedingungen. Hier muss ich das Produkt jetzt zum ersten Mal so richtig beweisen, denn jetzt werden auch alle Härtefälle abgeprüft. Hier werden das neue Produkt und seine Komponenten allen möglichen Situationen ausgesetzt, die auch im Campingalltag vorkommen können. Mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher Tests simulieren wir den kompletten Lebenszyklus eines Produkts. Und obwohl das Produkt jetzt eigentlich fertig ist, ist unsere Arbeit aber noch nicht beendet. Jetzt müssen wir noch an den Designs arbeiten, die Bedienungs- und Montageanleitungen erstellen und dann das Marketing starten. Denn auch bei diesen Dingen wollen wir, dass sich die Sorgfalt und die Qualität widerspiegelt, die wir in unsere Produkte stecken. Sobald die Serienproduktion gestartet ist, schulen wir intensiv unsere Mitarbeiter. Wir zeigen ihnen, wie das Produkt funktioniert, welche Werkzeuge für die Montage erforderlich sind, wie die Komponenten verbaut werden und was in puncto Sicherheit besonders wichtig ist. Hier seht ihr nun abschließend das Serienprodukt, das wir heute montiert haben. Das Wohnmobil schicken wir jetzt auf unseren Testdrive, damit unsere Kunden das auch mal selbst ausprobieren können. So, jetzt muss ich aber auch mal wieder weiterarbeiten. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in unsere Arbeit gefallen. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Alco. Quality for Life.